Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Radio Lora, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Vierter Freitag im Monat. 19 Uhr, Zeit für Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strux. Ich freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner, den ich hier in Hamburg begrüßen darf, der mit mir durch die Sendung geht. Mein heutiger Gesprächspartner, immer mit einer Kamera in der Tasche, mit dem suchenden Blick für skurrile Alltagssituationen, besondere Charakteren, ein Mann anzutreffen in den Hamburger Straßen, auf Plätzen, bei Veranstaltungen, immer auf der Suche nach künstlerischer Nahrung. Begrüßen Sie mit mir in der heutigen Sendung Künstlerfragen den Künstler, Fotografen, Designer, Kameramann und Dozenten Tom Röhler. Moin, moin, Tom. Herzlich Hallo willkommen. Peter. Hallo Peter. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, das sehr gerne. Das klang gut. Aber was war denn jetzt von den vielen künstlerischen Tätigkeiten zuerst da? Ja, also ich bin ja so ein Hans Dampf in allen Gassen. So. Und wenn ich so ganz weit zurückgehe, dann glaube ich, dass es so das Graffiti war, das Hip-Hop, die Hip-Hop-Kultur, die war so ganz am Anfang, so 15, 16 so. Da kamen dann die Sprühdosen auf und wurden Wände bemalt. Legal. Also später auch legal dann. Wir werden gleich auch nochmal in so einer Wand vorbeigehen, wo du letztens ganz, ganz legal an einem Spielplatz ein wunderbares Graffiti im Rahmen, glaube ich, mit mehreren gestaltet hast. Und das ist eine spannende Geschichte mit den Kindern da auch zu sehen, wenn die dann ankommen und dich fragen. Genau, das sind immer die drei Fragen. Ich mache das ja schon ein bisschen länger da auch auf diesem Gelände. Und dann kommen immer die großen Kinderaugen an und sind sehr forsch. Kommt dann die erste Frage ist, was machst du da? So, dann habe ich so einen Pinsel in der Hand und Entwurf. Und ich sage, ja gut, ich male die Wand an. Zweite Frage ist dann, warum machst du das? Ja, so, dann sagen wir immer, gut, ich sag dann immer, weil ich Lust drauf habe. So. Und dritte Frage ist dann, darf ich auch mal? Ja, und lässt du sie mitmachen? Beim Vorstreichen schon manchmal, ja. Muss dann immer die Mama fragen, ob das in Ordnung ist und so. Ja, also wie gesagt, angefangen hat das so mit dem Graffiti und Hip-Hop hatte ich ja auch erwähnt, also die Kultur, die eben das Malen, das Tanzen, die Musik, alles so beinhaltet. Und das daher kam auch immer schon diese verschiedenen Disziplinen so auch alles miteinander zu mischen. In der Sendung heute Künstlerfragen bei mir zu Gast Tom Röhler. Ja, und daraus ist ja dann so die Geschichte entstanden, dass wir erstmal miteinander ins Gespräch kamen, so was ist dein Projekt? Mhm. Dann so, was ist meine Geschichte mit meinem Hut? Und dann war das Besondere, dass dann erst so die Fotoaktion kam. Genau, genau. Also vorher richtig kennengelernt. Genau, es ist immer wie so ein Date, wie so ein Flirt gewesen. Ne? Mhm. Ich musste irgendwie an die Telefonnummer kommen hab dann die Leute erst dann fotografiert beim nächsten Treffen. So, mhm. Und dann auch ein Interview gemacht, um dann die Geschichte aufzuschreiben. Und dadurch hat sich das natürlich etwas, also es ging nicht so schnell. Der Prozess war einfach so, wie er war. Also das Fotografieren an sich ging recht flott so. Aber dann das ganze Recherchieren, das Terminieren, das hat sehr viel Zeit gekostet, ja. Und im Winter konnte ich nicht fotografieren, weil dann die Bäckchen so rot sind und die Nasen. Und deswegen habe ich das meist so in den Sommermonaten gemacht auch so und habe aber auch viel Wert auf die Geschichten gelegt. Mhm. Also das war schon immer so die Basis. So, wenn das Modell jetzt nur gut aussieht oder interessant, aber die Geschichte ist nicht so toll, dann wäre das Projekt so wässrig geworden. Ja, und so sind dann am Ende 50 Hutgeschichten bei rausgekommen. Habe dann in einem alten Hutladen hier in Hamburg ausgestellt, im Falkenhagen. Der ist 100 Jahre geworden. Und da hat es ganz gut gepasst. Ich hatte so runde Rahmen sind zu mir gekommen. Das waren so alte Tischzargen von 1958, die ich dann aufbereitet habe in einer Holzwerkstatt. Das hat mir auch viel Freude gemacht und es hat total gepasst, so rund Hut und Kopf und dann runde Passepartouts. Ja, das war eine runde Sache, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Bei Geschichten und ja, besonderen Bildern fallen mir so zwei Begebenheiten ein, die ich von dir kenne. Das eine ist, glaube ich, im Rahmen des Studiums gewesen. Du bist nach Spanien gefahren und hast dort die Prozession, jetzt musst du mir helfen, wie genau, Semana Santa, die heilige Osterwoche, die Spanier lassen es daher krachen und ziehen sich dann diese lustigen Zipfelmützen auf, die so ein bisschen unheimlich aussehen. Ja, ruht wohl auf einen Brauch von Papst Julius II., weiß ich nicht, 14. Jahrhundert, dann, dass man irgendwie den Tod und Auferstehung von Gott dann nicht feiern durfte, wurde gleich Kopf abgehackt. Und um das eben zu verhindern, haben sie sich halt die Mützen aufgesetzt und dann konnten sie anonym die Auferstehung oder den Tod dann zelebrieren. Das war nicht so die Geschichte. Ja. Mhm. Ja. Und da habe ich dann mit einer Panorama-Kamera gearbeitet von Hasselblad, die auf Kleinbild belichtet. Und das Spannende dabei ist, dass das nicht so ein rotierendes Objektiv hat, der Body, sondern es ist ein starres Objektiv und dadurch hat man diesen Kissen-Effekt nicht. Ne? Das kennt man so von der GoPro, dass das irgendwann ist, das so ein bisschen so Effekt. Haschrei sein, das ist sehr effektlastig. Und das hat diese Kamera nicht, die hat halt keine Verzerrung, aber auch trotzdem noch einen weiten Winkel so und man kann da ganz gut Geschichten erzählen oder mehrere Geschichten in einem Bild und es hat so was Cineastisches so, ne? Durch dieses CinemaScope-Format fast. Ja. Ich glaube, das ist so ein grundsätzlicher Teil von deinen Bilderzählungen, dass es immer in den Bildern Geschichten gibt. Ob es die Straßenfotografie ist oder aber, das ist das andere Projekt, was mir noch so im Kopf ist, du hast ja, als die Wende kam, warst du so um die 8 Jahre alt und so während deines Studiums oder danach hast du dich mit den Grenzverläufen irgendwie beschäftigt. Genau. So, was war denn da? Ja. Und da hast du doch auch Menschen besucht, gesucht, Geschichten gefunden und da ist auch ein Buch raus entstanden. Genau, das war im Rahmen meines Designstudiums. Da habe ich bin ich nach Berlin gefahren oder auch in andere ostdeutsche Städte, also Ost-Berlin in dem Fall, und habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht nach diesem Mythos Stasi, DDR, SED, das war alles für mich abstrakt irgendwie. Also ich habe das ja nicht miterlebt, so wirklich bewusst so. Ja. Und habe mich da so ein bisschen, auch richtig, richtig verloren auch so drin. Ich bin da richtig rein und habe jetzt versucht es zu fühlen so und habe dann ein Bildband erstellt, habe viel recherchiert, habe immer Text, Bild gegenübergestellt, also das ist eigentlich immer eine ganz klassische Kombination, irgendwie so die Text-Bild-Ebene. Und das hat da eigentlich auch ganz gut funktioniert. Es ist ein Bildband herausgekommen, der auch gefördert worden ist dann von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und ja, das war natürlich ein tolles Projekt, also dann so jung im Studium ein Buch herauszubringen. Das war natürlich aufregend. Das war schon was, ne? Ja. Ja, also das ist eben die DDR-Geschichte und die deutsche Teilung im Überblick gewesen. Das Buch heißt Osttour, und zwar mit einem Thema. Und du warst da, wenn ich das so nachgelesen habe, auf der Suche nach Relikten und Handlungsräumen der zweiten deutschen Diktatur. Und das ist einfach eine sehr facettenreiche Dokumentation gewesen. Ein ganz, ganz tolles Buch. Ja, also hat mich da auch echt lange gefesselt. Und es ist auch, ist ja immer ein spannendes Thema, so, ne? Gesellschaft und Meinungsfreiheit. Das sind Themen, die immer aktuell sind, auch so, ja. Und ich glaube, da ist es sehr greifbar gewesen, so irgendwie auch. Und es ist auch noch gar nicht so lange her. Ja, Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute bei mir zu Gast Tom Röhler aus Hamburg. Tom, du bist als Künstler ja unterwegs, oftmals als Einzelgänger. Und jetzt gibt es bei dem Mix deiner vielen, vielen Sachen ja auch andere Menschen, mit denen du Kontakt aufnehmen magst, aufnehmen musst, damit das Ganze funktioniert. Wie wichtig ist dir Netzwerken in deiner Kunst? Finde ich sehr, sehr wichtig. Das kommt natürlich auch immer auf den Bereich an. So, wenn ich jetzt so Straßenfotografie mache, dann
dann ist das, dann mache ich das alleine. Das geht meist auch gar nicht mit anderen oder mit anderen Fotografen, so im Rudel. Ja, so Rudel, das ist nicht so meins. So, ne? Irgendwie so alle springen um ein Objekt rum. Das ist nicht so meine Energie gewesen. Aber wenn es darum geht, dann zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Videoprojekt, Letter to Syria heißt das. Wie wichtig ist dir Netzwerken in deinen Arbeiten? Okay. Also das Netzwerken ist mir sehr wichtig. Man kann ja auch nicht alles machen. Ich würde am liebsten alles machen so, aber man steigt dann auch nicht in alle Programme rein und alle Fertigkeiten kann man sich auch nicht so schnell aneignen. Von daher bin ich da ein großer Freund, auch zu gucken, wer macht denn Ton, ne? Wer kann denn was kombinieren oder was produzieren oder das ist auf jeden Fall immer fruchtbar, dass mehrere Menschen an einem Projekt arbeiten. Und in diesem Fall von dem Projekt Letter to Syria, da hat das super funktioniert. Da war ein Freund, kannte in Wedel einen Syrer, der ein Gedicht verfasst hat über seine Heimat, über seine Flucht. Und er hat auf dem Basketballplatz einen Freund kennengelernt, der das dann über Englisch, also die sind übers Englische dann wieder in das Deutsche gegangen so und haben, was auch gar nicht einfach ist so, in der arabischen Sprache sehr bildhaft so, also die haben sehr lange da auch dran getüftelt, um das zu übersetzen. Und da habe ich die beiden gefilmt. Und gleichzeitig haben wir aber noch dann Zeichnungen einblenden lassen, die dann noch animiert mit einem Motion Designer und dazu kam auch ein Komponist. Also es floss alles zusammen und der Ton war dann auch nicht so gut. Dann haben wir das nochmal nachvertont in einem Tonstudio. Also da kam dann nochmal eine neue Komponente. Da hatten wir auf einmal einen 6-Kanal Dolby Sound von links nach rechts und das war natürlich toll, dann das alles so zusammen floss und alles war zur richtigen Zeit da. Also das war ganz toll. Das ist mir auch immer wieder aufgefallen, dass wenn man danach sucht, dann kommt das auch irgendwie. Ja, so. Ja. Dieses Video kann man nach wie vor noch auf YouTube und auf Vimeo, glaube ich, sehen. Genau. Letter to Syria. Mhm. Ja. Unter deinem Namen Tom Röhler. Und ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Netzwerken ist natürlich auch ein Stichwort für das Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Dort finden Künstlerinnen und Künstler andere, die mit ihnen gemeinsam an Projekten arbeiten können, die gemeinsame Unternehmungen, gemeinsame Dinge entwickeln und produzieren. Wir bleiben noch mal kurz bei deinen Videos. Mhm. Es gibt noch ein Video, das hat mich doch sehr, sehr zum Schmunzeln gebracht. Das ist sowas wie eine kleine Reportage über das 6. Hamburger Mopsrennen. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen dazu. Das ja, ist eigentlich witzig. Auch schon ein alter Schinken eigentlich so. Ich war auch lange immer der Mops-Fotograf. In der Mops-Fotograf-Schublade war ich sozusagen lange. Ich mag Hunde sehr gerne. So, ich habe und ich dachte, jetzt gucke ich mir mal an, so 100 Möpse auf einen Haufen. Das ist bestimmt interessant. Und ich glaube, es geht auch nur mit dieser Hunderasse, weil Möpse sind schon besonders so. Und die Beziehung Hund-Härchen ist ganz besonders. Ist auch ganz besonders, immer besonders. Mhm. Hund-Härchen ist immer so eine Reflexion. Und da rennen eben diese kleinen Vierbeiner um die Wette. Härchen läuft vor, Mops wird festgehalten und wenn Mops dann Lust hat, rennt er auch oder auch nicht und Zeit wird gestoppt und es gibt wilde Rennen und Diskussionen dann und das ist immer ein super spannendes, lustiges Event so auch. Ja, und das, genau, da hatte ich so einen Cross-Media-Beitrag gemacht, wo ich so Fotografie, Videoschnipsel und O-Ton in einem Beitrag verwurstet habe. So, das war, genau, das hat viel Aufmerksamkeit erregt, ja. Nach wie vor, ja, obwohl es schon so lange her ist, genau. Ja. Dann gibt es noch ein Video, das fand ich auch ganz spannend, so vom Thema her. Deutsche Stimmen, Punkt, Punkt, Punkt. Genau, Synchronschauspieler wollen die genannt werden. Es ging um Synchronstimmen. Ich hatte die Bruce Willis-Stimme, Gérard Depardieu spricht ja auch, SpongeBob-Stimme. Steve Urkel
spricht er auch. Also sehr bekannte Stimmen und die sehen natürlich ganz anders aus. So. Und das fand ich immer sehr spannend, weil man so schnell getäuscht wird, so auch. Ne? Also es ist ja im deutschsprachigen Raum sehr üblich, dass man eben synchronisiert so und die Menschen sind meist gar nicht bekannt. Und ich wollte herausfinden, wie fühlen die sich, was haben die für einen Hintergrund, werden die erkannt im Alltag? Und das Video, das ging dann auch ganz schnell ab. So, ne? Das ging, weiß ich, nach ein paar Monaten hatte das 1 Million Klicks. Hab dann auch irgendwie. Mittlerweile sind es 5 Millionen fast, ja, ja. Also das ging schon ab wie Schmitz Katze, ja. Was war für dich so das Spannende oder die besondere Erkenntnis, als du diesen Film fertig hattest? Zu den Stimmen, zu den Menschen, die dahinter sind? Dass die, das sind ja alles ausgebildete Schauspieler. Mhm. Das heißt ja auch immer, wenn du in Stimmung bist, ne, dann transportierst du auch das in deiner Stimme so. Das heißt also, du musst es richtig spielen, damit das Leben bekommt. Und deine Stimme transportiert eben deine Stimmung so. Mhm. Ne? Und das war so ein Aha-Moment, dass das, ja, du musst es spielen oder richtig leben eben, dass deine Stimme das transportiert eben, dieses Gefühl. Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Das Paul Klinger Künstlersozialwerk steht seit über 45 Jahren als professioneller Ansprechpartner Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung. Das Ziel ist Aufklärung und Informationen an Künstlerinnen und Künstler und sie mit dem richtigen Fachwissen zu versorgen. Wir haben Ansprechpartner in allen rechtlichen Fachgebieten und stehen zur Verfügung bei Fragen zum Beispiel zur Künstlersozialkasse. Genauso haben wir ein fantastisches Künstlernetzwerk, bei dem sich die Künstlerinnen und Künstler miteinander verbinden und austauschen können. Das Paul Klinger Künstlersozialwerk hat über 1400 Mitglieder und die Newsletter für die Mitglieder sind eine erstklassige Infoquelle, genauso wie unser jährlicher Künstlerreport ein wunderbares Nachschlagewerk ist. Wenn Sie Nachfragen haben, dann wenden Sie sich doch gerne an unsere Geschäftsstelle. Ute Belting freut sich ab Montag wieder über Ihren Anruf unter der Rufnummer München 57004895. Sie können uns natürlich auch im Internet ganz einfach finden unter Paul Klinger Künstlersozialwerk oder Hashtag Wir Künstlerinnen oder Hashtag Wir Künstler. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, melden Sie sich, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Die Internetseite ist paul-klinger-ksw.de. Künstlerfragen. Mein heutiger Gast Tom Röhler. Eine andere Frage. Woran arbeitest du zurzeit gerade? Was machst du gerade? Gerade habe ich so ein kleines Projekt über sind Menschen mit Kopftattoos. Kopftattoos? Genau, also das ist ja so ein... Also diese Tattoos, die total sichtbar sind. So. Ja, genau, richtig. Mhm. In your face. Und die sind ja auch immer alle ganz süß und knuddelig und so, ne? Also sehen ja immer so böse aus, ne? Und hast du Angst vor denen? Nee, also die erste Reaktion ist schon so, boah, ne? So, also ist ungewohnt. Mhm. Aber stellt sich dann immer wieder raus, dass es so ganz liebe, nette Menschen sind, also die ich jetzt kennengelernt habe. Und da gucke ich auch, dass ich die nicht nur fotografiere, so, ich habe auch analog noch was vor, mit Polaroid und so weiter, sondern dass ich dann auch so ein Interview mache, so. Mhm. Irgendwie, dass ich da diese Textebene oder eine andere, tiefere Ebene noch mit hineinziehe, neben der Bildebene, ja. Also das, was ich faszinierend bei dir finde, ist so, du bleibst nicht an der Oberfläche, sondern du gehst wirklich tief, tief, tief hinein, also auch tief hinein in den anderen Menschen. Ja. Und suchst, was ist so der Kern dieser Person, die dann dir gegenüber ist. Ja, das ist so ein... Kann man das so sagen? Ja, so ein bisschen...
Ja, es berührt dann auch, ne, wenn die Menschen sich öffnen oder wenn sie Vertrauen aufbauen oder wenn sie ihre Geschichte erzählen, dann zeigen sie ja auch immer auch was von sich und das ist, glaube ich, das, was uns berührt dann auch und uns bewegt und genau, die Geschichten sind das, ja. Das ist das, was ich sehr spannend an dir und deiner Arbeit immer wieder finde und das bringt mich dann auch so zu der nächsten Frage. Was magst du jungen Menschen, die Künstler werden wollen, mit auf den Weg geben? Weil du bist ja auch als Dozent tätig gewesen, machst jetzt gerade eine Pause, aber es wird ja wieder so sein, dass du immer wieder mit jungen Menschen in Berührung kommst, die, ja, die auf dem Weg zum Künstlersein sind. Und was magst du denen mit auf den Weg geben? Was für Tipps, was für Gedanken, was für Ideen. Also das Erste ist, es gibt ja diesen schönen Satz, wo die Lust ist, da ist die Kraft. Dass man schaut, was bewegt einen, wo ist das Feuer so, ne, wo habe ich Lust drauf, dann ist eigentlich schon vieles geebnet. Dann findet man Wege, auch wenn man da richtig Bock drauf hat, dann und die andere Sache ist, dass man sich nicht so sehr von der Technik reinreden lässt. Das heißt also, oft kommen dann diese Stimmen, oh, ich habe jetzt nicht die geilste Kamera oder das ist jetzt nicht das beste Mikro oder ich muss noch die und die Lampe besorgen und erst dann ist das geil. So, ne? Also, dass man schaut irgendwie, dass man, dass die Idee immer im Vordergrund steht und dann ist oft die Umsetzung auch. Natürlich ist es auch wichtig, dass es einen gewissen Qualitätsstandard hat, aber wenn die Geschichte stimmt so und wenn die Story berührt, dann verzeiht man das einen auch eher, dass vielleicht die Technik nicht so perfekt ist. So, ja. Das ist eigentlich das, was ich auch so weitergeben möchte, dass man einfach macht dann und dann nicht so auf diese Stimmen hört, so, muss besser sein oder die Kamera hat die Auflösung und so. Nach dem Motto, das muss jetzt 4K, nein, das muss schon 6K, das muss dann schon am besten was auch immer haben, sondern einfach mit dem, was man gerade hat, anfangen. Genau, und dass man den Fokus auf die Geschichte legt, ja, und dass sich dann die Technik daran anpasst, ne? Weil oft ist es ja so, dass dann man hat jetzt, weiß ich, eine Drohne oder so, ja, und denkt sich so, ja geil, Drohne, so, aber, ne? So, es ist halt eine andere Perspektive. Das macht ja nicht die Idee aus. So. Also da, ja, das macht den Inhalt der Geschichte noch lange nicht aus. Genau, also da muss man immer schauen, dass die Technik dann oder die ganzen Möglichkeiten, die man hier hat, dass sie eben sich der Idee oder der Geschichte immer unterordnen. So, ne? Irgendwie. Sonst ist es einfach nur ein Effekt. So. Das ist so. Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Heute zu Gast bei mir hier in den Hamburger Straßen, Tom Röhler. Ja, Tom, wir hatten vorhin ganz am Anfang das Thema Graffiti hier am Spielplatz vor der Wand. Du hast gesagt, das war einer deiner ersten künstlerischen Tätigkeiten als Jugendlicher. Darüber hinaus gibt es ja auch noch eine ganze Menge andere, wie sagen wir, zeichnerische Karikaturen, die du machst. Wie kommst du an solche Bilder? Wie kommst du an die Themen? Was ist dir da so besonders wichtig? Das Zeichnen an der Wand ist erst so ein bisschen wieder, jetzt vor ein paar Jahren wieder aufgeblüht. Ja, ich habe vorher mich viel mit Fotografie, viel mit Video auseinandergesetzt, Ton und Schnitt und also das mache ich ja immer noch so, aber jetzt kam das wieder so ein Revival, so einfach das wieder aufzunehmen und dann auch gar nicht mit so viel Dose, so, also Spraydose, sondern auch mit Pinsel. So, das fand ich sehr, sehr entspannt auch, hat was sehr Meditatives, man arbeitet sehr langsam mit Pinsel und die Ideen, die kommen dann einfach raus. Es sind ja immer freie Projekte meist so, also ich mache jetzt ja keine Auftragsarbeiten so in dem Sinne. Und das sprudelt dann so raus.
Da gibt es auch ich würde fast sagen, so ein kleines Logo, was du dir da mal irgendwann gemacht hast, oder? Der Hund. Meinst ja, du das Hund? Ist der Hund mit dem Hut. Genau, der Hund mit dem Zylinder, ja. Genau, der Hut mit dem Zylinder. Der Hund mit dem Zylinder. Genau, in der Tattoo-Szene wäre der Totenkopf mit dem Zylinder, ne? Das ist immer das Beliebte. Nein, aber der Hund, wie ja schon vorhin erzählt, so, ich mag Hunde sehr gerne. Ich habe auch immer lange einen Pflegehund gehabt von meinem Nachbarn. Da können wir nochmal den Namen sagen. Der Professor. Der, ne? Professor, genau. Der Professor, der hat auch so eine tollen Augenbrauen wie du. Aber hat noch einen Schnauzbart gehabt. Naja, und also man verarbeitet natürlich Dinge, die man gerne mag. So, und dem, ja. Mit denen man sich so ein bisschen identifiziert. Ja, genau, genau. Und ein Hund steht auch für vieles. Und ja, ich hätte gerne selber auch einen Hund, so, und kommt bestimmt auch bald. Und aber so, so in der Form habe ich ihn dann an der Wand oder als Siebdruck oder als Logo oder was auch immer. Siebdruck, Logo, Name. Fällt mir ein, dein Ursprungsname heißt ja nicht Tom, oder ist ja nicht Tom Röhler, sondern ganz am Anfang hieß das Ganze noch Tom Rödecke. Ja, Rödecke, ja, genau. Ja, ist ein bisschen holprig, der Nachname. Röhler ist da einfacher. Habe ich mir auch eintragen lassen. Ich wollte gerade fragen, ist es jetzt dein Künstlername? Ja, ich habe mir eintragen lassen. Für meine zarte Künstlerseele habe ich mir eintragen. Kostet 30 Euro und ein paar Behördengänge. Ja, also für alle zarte Künstlerseelen, die das brauchen, auf der Rückseite von ihrem Ausweis, wenn da dann Künstlername dann steht. Ja, ist gar nicht so schwierig. Ja, also viele wollen dann auch immer irgendwie Graf oder Lord oder so da drin haben. Da wird es ein bisschen schwieriger. Ne? Und genau, das ist einfach wie so ein Rufname, Spitzname einfach. Und ich ja, stelle das manchmal auch gar nicht richtig. Bin dann einfach Herr Röhler. Und genau, das ist so mein Pseudonym, bei dem ich unterwegs bin. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Peter W. Strux und gerne möchte ich mich bei unseren Radiosendern bedanken, dass die unsere Arbeit mit diesen Sendungen sehr, sehr unterstützen. Sie sind eine große Hilfe, denn ohne diese Sender könnten wir die Sendung Künstlerfragen nicht ausstrahlen. Herzlichen Dank also an das Radio Lora-Team. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, und wenn Ihnen die Kunst gefällt, dann unterstützen Sie uns, das Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Und ein ganz, ganz herzliches Danke geht heute an meinen Gast, Gesprächspartner, den Künstler, Fotografen, Designer, Kameramann und Dozenten Tom Röhler. Tom, sehr gerne. Ich fand es ganz, ganz spannend und ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss, ahoi Peter, mach's gut. Ja, ja. Vielen Dank, dass ich hier Gast sein durfte. Immer Grüße an Mama. Sehr gerne. Grüße an Mama Gitti. Okay. Ja, im Anschluss an diese Sendung folgt auf Radio Lora die Sendung Literaturverhör mit dem Poesiealbum. Und die nächste Sendung Künstlerfragen ist dann wieder am 4. Freitag im Monat. Macht's gut. Bis dann und tschüss.